Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy. Ich bin Gesangslehrerin aus Hamburg, lebe und arbeite mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio hier in Singapur und betreibe zwei YouTube-Kanäle und helfe euch, eine starke Stimme zu bekommen. Dass ihr heute wieder dabei seid. Wir gucken uns heute die Julia an und wir versuchen mal so ein bisschen herauszufiltern, was sind ihre stimmlichen Merkmale, wie kann man diese stimmlichen Merkmale zum Beispiel bekommen, was macht Julia einzigartig beim Gesang, und wir gucken auch so ein bisschen, wie arbeitet jetzt dieser Künstler. Wenn ihr selber Lust auf Gesangsunterricht habt oder ein Gesangspaket für 13,99, 14,99, dann schaut mal auf tanjalevyvocalstudio.com. Dort biete ich Gesangsunterricht nach Deutschland, Schweiz, Österreich an, oder ihr könnt da auch verschiedene Gesangspakete oder Gesangsanalysen buchen. Gestern im Sommer warst immer, immer du. Und jetzt soll ich dich vergessen. Hab die Nächte durchgefeiert, alles schon versucht. Kann ich atmen, kann ich essen. Frag mich ständig, ob's dir auch so geht. Also was wir jetzt hier zum Beispiel haben, also abgesehen jetzt mal von dem Sound, der wirklich gerade sehr populär ist in Deutschland, ist erstmal, dass sie das Ganze ziemlich entspannt singt. Ne? Es ist einfach sehr, sehr pianissimo. Es hat nicht so viel Druck dahinter. Was wir hier haben, ist auch sehr viel Sprechgesang. Da rede ich ganz häufig drüber auf meinem Kanal, dass wir das ein bisschen differenzieren. Sprechgesang, es bedeutet nicht gleich Rap. Rap folgt immer noch ganz anderen Kriterien, auch atemtechnisch mäßig, von der Dynamik, vom Tempo her, wie man auch zum Beispiel die Konsonanten richtig setzt mit dem Tempo. Also Sprechgesang bedeutet auch nicht gleich immer, dass wir jetzt hier Rap haben. Sprechgesang kann zum Beispiel ganz viel sein wie Stand by me. When the night has come and the land is dark. Sprechgesang kann aber auch Billie Eilish sein, ne? Bad Guy beispielsweise. Super viel Sprechgesang im ganz tiefen weiblichen Register. Ganz viel Vocal Fry dabei bei ihr oder sehr viel gehaucht auch. Gehauchte Stimmansätze. Was wir jetzt hier bei der Julia haben, ist auch Sprechgesang, aber es ist halt wirklich Minimum. Das heißt, in Effort Numbers, wie bei Estelle, da sagen wir immer, guck immer, dass du Effort Numbers hast zwischen 1 und 5. Wie viel Druck wirst du jetzt tatsächlich dahinter geben? Wie viel Krafteinsatz brauchst du jetzt, um das so oder so zu singen? Und da haben wir einen ziemlich wenigen, also der Kraftaufwand ist hier sehr wenig. Was wir auch hier haben, ist, dass alles sehr klein gehalten ist. Also es ist halt nicht wie beim Gospel beispielsweise, wo der Mund jetzt sehr breit ist. Wir haben jetzt auch nicht Adele, Hello from the Other Side, wo ihr ganz klar sehen könnt, dass der Ambisher einen großen Faktor spielt, die Lippen auch mitunter, und dass der Kiefer fallen gelassen wird, sondern es ist immer halt, ja, es ist Pop. Und Pop, so ein bisschen auch Sia, wobei Sia, Sia hat so ein Glottal Uprup, nennt man das. Das heißt, wenn man gar nicht mehr richtig aussingt oder ausspricht. Das hat aber Julia nicht, sondern Julia spricht das hier ganz sauber und ganz klar aus. Und der Stimmansatz ist sehr klar. Also wir haben hier ganz, ganz klaren Gesang auch. Klarer Stimmansatz bis zum Ende hin, und zum Ende der Phrase nimmt das halt so ein bisschen energetisch ab. Es wird halt kleiner, ne? Das muss ja natürlich auch passen zu dem, was du singst. Das Beste an meinem Sommer warst immer, immer du. Immer, immer du. Jetzt spiel ich unsere Lieder, versuch dich zu vergessen, doch du schaffst es immer wieder, dich in Zeilen zu verstecken. Ganz egal, wie weit ich lauf. Ja, was wir hier haben mit ganz egal, wie weit ich laufe, ne, ist zum Beispiel ein Flip in die Kopfstimme oder in dem Fall Falsetto. Da macht man zum Beispiel auch Differenzierungen bei den Männern und bei Frauen. Also bei Männern sagt man Falsetto, bei Frauen sagt man Kopfstimme oder kann auch Falsetto sagen. Dazu habe ich hier ein Video, und zwar der Unterschied zwischen Falsetto und Kopfstimme. Da könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Falsetto in dem Fall, weil es noch ein bisschen gehauchter ist, da geht noch ein bisschen Luft zwischen die Stimmbänder, also die schließen sich nicht hundertprozentig, und wir haben halt diesen schönen Flip, so ein bisschen ähnlich wie bei Adele. Adele mag auch immer gerne zwischen den Zeilen flippen, wenn jetzt zum Beispiel der eine Ton zu hoch ist, und es passt dann auch nicht, wenn du den mit Bruststimme durchdrückst,
geh lieber mit einem schönen Falsetto rein. Und da bist du als Sänger auch gefragt, eine richtige Wahl zu treffen. Das ist ganz wichtig. Du hast die Wahl. Du musst es jetzt nicht hier durchdrücken. Und das machen nämlich ganz, ganz viele, die hier im Studio sind. Die würden jetzt so eine Passage nehmen und dann würden sie es wirklich auf Krampf in Bruststimme singen. Es klingt dann aber oftmals nicht gut. Es klingt unstabil. Es klingt dann auch flat. Und das möchten wir eigentlich nicht. Das heißt, das muss immer noch passen zu dem, was du singst, ne? Und da hat sie diesen schönen Flip und von diesem Head Voice geht sie ja auch ganz schnell wieder ganz wieder runter zum Chest Voice. Und diese Flips, also diese Koordination sind auch nicht immer einfach. Wir arbeiten ja im Grunde genommen mit zwei Muskeln. Der eine Muskel ist ein Thyroid, der andere ist ein Cricoid. Das sind diese Muskeln, die zuständig sind für diese Koordination, die wir hier haben, ne? Also Head Voice, Kopfstimme ist Cricoid Muscle und Thyroid, der kräftige ist die Bruststimme. Und was wir hier natürlich brauchen, wenn du jetzt zum Beispiel wechseln willst in ein anderes Register, musst du flexibel sein. Deine Stimme muss flexibel sein, du musst flexibel sein, du musst diese Agilität haben, um so schnell flippen zu können. Und das ist wichtig, ne? Und das zeigt aber, das macht dich auch von einem Okay-Sänger zu einem richtig guten Sänger. Und zwar, wie kannst du koordinationsmäßig diese Abläufe schnell machen? Das können nicht viele. Also ich habe ja auch Studenten, die kommen die ersten paar Mal und die können nicht so schnell wechseln von Kopfstimme zu Bruststimme und so weiter und so fort. Ganz egal, wie weit ich lauf, ich bin doch mal wieder. Ganz egal, wie weit ich lauf. Für mich ist das jetzt schon zu hoch, da bin ich ja als Kontraalto im weiblichen tiefen Register, wäre das für mich zu hoch. Da müsste ich schon relativ schnell ins Kopfstimmregister wechseln. Es sei denn, ich will das jetzt durchdrücken auf Chest Voice. Aber für sie ist es noch okay. Sie klingt eigentlich eher wie Sopran. Sopran, definitiv Mezzo. Also sie hat schon einen hohen Stimmansatz. Ich hatte auch schon bei anderen Sachen reingeschaut bei ihr. Sie hat einen sehr hohen Stimmansatz. Da ist sie doch, sie ist ein Sopran. Also ich glaube schon. Müsste man jetzt natürlich in einer Live-Situation hören. Aber ihr hört, sie geht da direkt von ihrer Bruststimme, da wo ihr Stimmsitz ist, in die Kopfstimme rein. Und Lauf. Da ist auch ein ganz schönes Riff. Das ist dann nicht ein Run wie bei Beyoncé, sondern wir haben hier eigentlich einen Riff. Und ein Riff ist immer etwas, was sich relativ häufig gleich wiederholt. Runs wiederholen sich immer nicht so häufig. Da poppt da einmal ein Run raus. Und dann ist er nicht so wiedererkennbar wie jetzt am Riff. Dazu habe ich auch ein Video. Ah. Geh nicht mal mehr auf Insta, ich will dich gar nicht sehen. Dich mit keiner anderen treffen. Dieser Ort ist viel zu klein, hab Schiss, ich lauf dir über den Weg, um dann zu sehen, wie gut's dir geht. Frag mich ständig, was du gerade machst. Liegst du auch schon noch die halbe Nacht? Frag mich ständig, was du gerade machst. So ungefähr, jetzt hab ich das mal schnell aufgeschnappt. Also wie gesagt, es ist halt nicht die ganze Zeit Sprechgesang. Es ist dann natürlich auch, ausgesungen, ne? Es ist halt eben nicht wie Bad Guy, Billie Eilish. Das muss man dann doch ein bisschen differenzieren. Ja, ich hoffe, ich konnte mal so einen kleinen Einblick geben, weil immerhin ist es natürlich auch jetzt produziert, ne? Man müsste jetzt mal direkt die Live-Vocals hören, da kann man die Stimme immer am besten analysieren. Aber was wir jetzt hier haben bei Julia ist erstmal, dass wir herausfinden können, das Register ist auf jeden Fall relativ hoch. Sie ist Sopran, Mezzosopran, müsste man jetzt genau gucken, auf dem Klavier. Man kann jetzt so anhand von einem produzierten Playback nicht immer eine Analyse machen, aber relativ hoher Stimmansatz, den sie da jetzt hat. Stimmsitz, den sie da jetzt hat, nicht anders. Also der Stimmsitz ist relativ hoch, auch von den anderen Videos, die kommt da mal sehr klar. Sie hat ein ganz tolles Falsetto oder Kopfstimme auch, ne? Da kann sie auch schön mitarbeiten. Ich bin total unbeweglich in meiner Kopfstimme. Meine Kopfstimme klingt wie Grütze, klingt wie so ein Esel. Und ich habe auch immer mit meiner Kopfstimme zu kämpfen. Aber sie kann das sehr, sehr, sehr schön ausfüllen, die Kopfstimme hier. Und was wir jetzt hier zwischen den Strophen haben, sind auch klare Stimmansätze. Das ist relativ klar. Das ist halt nicht, wie gesagt, Billie Eilish, Vocal Fry oder Luftig oder Glottal Stops, wie bei Sia beispielsweise, wo sie dann singen. Oder so ein bisschen abrupt. Glottal Stops nennt sich das. Das habe ich auch herausgefunden.
man entwickelt sich halt immer weiter, ne? Ja, so meine Lieben, Daumen hoch, Abonnement, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und ich sehe euch in meinem nächsten YouTube-Video. Ja genau, YouTube-Video, schaut doch mal rein, ich habe ganz viele Playlists, ganz viele Tutorials, Analysen, Reaktionsvideos, Gesangtipps und so viel mehr. Schaut doch mal am besten rein und schaut auch mal meine Schüler an, schaut euch mal meine Schüler an, die sind nämlich ja auch auf dem Kanal vertreten. So, ich drücke euch und wir sehen uns in meinem nächsten Video.